Ich mach es dem Günther seine Tablette vorbereiten, dass er direkt morgens trinken kann. Seine Vitamintablette. Hier sind dann alle Vitamine drin. Es gibt Multivitamin. Egal welche, von welcher Sorte, deswegen sind alle Vitamine drin. Multi. Und hier ist dann der Günther sein Wasser, weil er trinkt Kaffee. Und der Uwe trinkt immer Pfefferminz oder Kamillentee. Mit Süßstoff. Und das wird vorbereitet. Das ist meine erste Tasse Kaffee morgens. Mal geraucht habe ich zu Hause dann schon 6-7 Zigaretten. Kommen auch manchmal 8 vor. Erst rauche ich 2. Dann gehe ich erstmal runter. Da rauche ich mir dann 2 in die Küche. Aber da trinke ich dann nur Cola. Ne? Und dann gehe ich nach oben. Und da rauche ich mir dann auch noch so 4-5 oben. Und dann warte ich, bis der Uwe kommt. Auch Uwe hat seine Rituale. Damit sein Mercedes nicht schmutzig wird, zieht er seine Arbeitsklamotten erst in der Firma an. Früher war Günther auch Autofan. Seit einer Lebenskrise vor vielen Jahren ist er still geworden. Kaffee und Zigaretten sind heute sein Lebenselixier. Obwohl seine Brüder ihm schon lange ins Gewissen reden, kann Günther nicht von seinem Laster lassen. Ich wollte es mal versuchen. Da ich mal 4 Stunden nicht geraucht und da wurde mir so richtig schwindelig und alles. Und danach habe ich mir eine angesteckt, dann ging es mir direkt wieder gut. Und darum habe ich weiter geraucht. Wir sind auf Bundesstraße früher gefahren mit 200. Da hatten wir den Mustang gehabt. Und Porsche, neu. Ja, ich hatte immer am Licht geschaltet, Fern- und Abblendlicht, wenn einer entgegenkam. Und der Uwe hat sich nur auf dem Fahren konzentriert und auf dem Schalten. Und ich war nur am Licht dran. Wenn ich entgegenkam, habe ich abgeblendet und sonst aufgeblendet. Und das ging astrein, ging das. Und immer schnell. Ja. Ja, da bin ich immer echt gespannt. Der Uwe, guck mal, ich komme bis hierhin hin. Ich habe längere Beine als der Uwe. Und der Uwe mit seinen kurzen Beinchen, Manny. Da hast du recht, da kann Probleme. Aber wir werden das hinkriegen schon. Wir sind angefangen. Da denke ich, da sehe ich mir noch die Arme ab. Da gehe ich lieber schüften. Da guck mal, wie der da arbeitet. Der hat die Lust nur noch zu sägen. Das sieht es aus hier wie ein Dschungel alles tatsächlich. Wir können diese Arbeit, was die, unsere Mutter uns gemacht hat, nie nachholen. Das sind 10%, was wir machen, an sauber und so weiter. Die stand ja schon um 3:30 spätestens auf. Dann kam sie erst hier rein, hat hier eine Kerze angemacht, hat sich hier hingekniet und hat für unsere Toten alle gebetet. Ja. Und danach hat sie sich da drinnen gewaschen und dann hat sie erst hier geputzt und dann hat sie Wasser alles gemacht. Aber du musst sagen, wenn sie um 3:45 aufgestanden ist, ist sie nach 3 erst im Bett gegangen. Ja eben, ist sie auch erst. Das musst du sagen. Machst du alles kaputt? Uwe. Der Uwe hat ja extra das Fahrzeug eben gerade gedrückt. Er wusste ja, wie er mich umgeht. Ja, genau. Er wollte mich nur ärgern. Genau. Und hatte mit Manni abgeredet gehabt, gerade über Anzudrücken. Er ist wirklich Fachmann da drinnen. Wir haben die Caterpillars gefahren, die riesigen, wo eine Schaufel, da war ein LKW voll. Die tue ich ab und zu während der Mittagspause. Wenn ihr sitzt, da kann man dann schön mal schaukeln, aber immer in der Mittagspause. Da kann man dann die Augen zumachen und träumen. Da macht echt Spaß. Und wenn dann die Schaukel zu viel Geräusche macht, gehe ich hier oben immer hin, mache ein bisschen mit den Finger drehen, dann macht die gleich keine Geräusche mehr. Das ist sie ruhig. Und wenn es mir zu langweilig wird, nehme ich den Kasten, was runterfällt, nehme ich wieder auf. Nach den behaupteten Systemen einen Haufen. So, der Haufen ist praktisch erledigt. Die Haufen sind sehr, sehr, sehr rutschig. Gerade hier diese Dinger, wenn sie aufeinander liegen, der Uwe legt sie aufeinander, das rutscht ja hier schon. Ich mache so hier diese Systeme, weil ich weiß, dass nicht runterfällt. So wie hier, dann passiert das nicht. Hier kann ich raufschmeißen. Da ist wie, ich würde sagen, auf die Ecke ist wie eine Lawine.
Da kommt alles, wenn er einmal anrutschen ist, wie beim Schnee, immer alles runter. Da muss ich rechts halten, da muss ich links halten, da muss ich in der Mitte halten. Da nicht. Eieiei, da komme ich nicht hin. Das ist kein Haufenprinzip, das ist schon mehr eine Verstopfung. Ich komme nicht durch, ich komme nicht an das Teil dran. Also bedeutet das, dass ich die Verstopfung wegmachen muss, aufteilen, auf einen anderen Haufen drauf. Dann habe ich alles Haufenprinzipe, aber keine Verstopfung mehr. Aber dafür brauche ich Hilfe. Uwe! Kannst du mir mal helfen? Da sind die Zwerge, die wollen die größer tun, wie der Manfred jetzt. Das sieht man hier, aber ich zeige, wo er steht, weil nicht zu sehen ist. Ja, Moment. In Bayern steige ich ja auch auf die Berge. Aber nur auf die Wege, nicht an die Deine. Ja, Manfred, ich steige auf andere Berge. Wo sind die zwei Berge oben? So richtig vollwusige Berge. Die schaffst du ja gar nicht mehr. Hast du eine Ahnung, weil ich nicht alles schaffe. Wenn hier jetzt eine Betonplatte für die Garage aufkommt, muss ein Frostschutzplatt sein. Man kann nicht einfach auf dem Lehmboden eine Platte drauf machen, Betonplatte. Die würde der Frost mit der Zeit hochdrücken und die würde zerbrechen durch den Frost. Und deswegen muss eine untere Schicht sein, dass der Frost sie nicht hochdrückt, die Betonplatte. Da würde alles Risse geben. Und deswegen muss das eine Schicht hin. Eine Packlagerschicht. Ja, ist so wie ein Spielplatz für kleine Kinder, da kann man sich austoben, besonders der Uwe. Das ist ein kleines Spielzeug. Ich sage, mit 9,5 bis 10 Jahren habe ich ja schon so Maschinen gefahren, aber nicht so kleine hier, da waren ja doppelt und dreimal so groß. Und jetzt fühlt man sich so wieder wie früher, also wie vor über 40 Jahre zurück jetzt. Das macht so richtig Spaß. Und die Maschinen lassen sich ja heute leichter fahren wie früher. Früher hatten die ja zig Hebel gehabt, heute ein Hebel, alles dran, nur einmal ein bisschen Knopf drücken und das Ding geht ab. Das kann praktisch jedes 2-Jährige fahren. Der Freund hat immer gesagt, wenn ich im Wagen ausgestiegen bin, ich war schon in der Diskothek drin, da hat er mal gesagt, da standen die Mädchen vor der Wagenschlange. Mhm. Ja, wisst ihr was, Uwe, da hat draußen eine gefragt, willst du mal heimfährst, kannst du mal richtig mit der Gleitpuppe gehen. Und das war ja genau immer interessant gewesen. Mehr wollte ich ja nicht. Dann bin ich direkt aus der Diskothek raus, das Mädchen heimgefahren und dann ging es richtig los. Und ja, heute ist es ja auch nicht viel anders, weil wenn jetzt mal ein Wagen 10 Euro stehen lassen würde, wäre auch interessant. Ja. Da hättest du genauso Chancen wie früher, obwohl man ein bisschen älter ist. Aber der Wagen, der macht das. Ja, gut, mein schickes Aussehen ja so auch. Boah. Ja, mäßig. Du sagst mal schicker auf. Ja, weil man so ist Jahre. Es nun mal eben. Uwe meint, das Auto ist es und ich meine mehr, der Charakter ist wichtiger. Ja, von jedem ein bisschen Auto, ja. Ja, aber du bist mehr der Auto, das kann nur das Auto und ich meine mehr der Charakter. Ist zweierlei, richtig, Uwe? Ja, genau. Der Trabi ist ein Fahrzeug, was unverwüstlich ist. Wenn man ein Trabi in der Ecke gestanden hat, also 10 Jahre, ist er nicht vergammelt, weil die Karosserie aus extra so Papp und Kunststoff war. Das war so eine Legende dadurch geworden. Der Trabi sah jahrelang gleich aus. Der Trabi hat einen so was Schönes, so einen schönen Klang und das Qualmen, ach, eine Legende. Das ist ein Leibgericht für meine Oma. Die hat gerne diese thüringische Art Würstchen gegessen. Das Essen im Westen war viel mehr gewesen, aber man war übersättigt. Man hat nicht mehr geschätzt, das Gute. Und die haben aus Kleinigkeiten ein leckeres, appetitliches Essen gemacht. Was wir im Westen nicht so können wie in der DDR damals. Deswegen kriege ich alte Filme noch von der DDR. Die werden das auch gerne essen, wegen die Oma. Die ist da groß geworden, die ist geboren da drinnen. Da hängt für uns auch eine Romantik drin. Das ist absolut unsere Oma, das Essen mit. Die guckt auch von oben runter. Dein sauber machen? Ja, das war die Ehre für die Oma, dass ich mit dem Trabi komme. Zum 100. Geburtstag kommt man auch mit dem Trabi vorbei. Also ideal. Und sie hätte sonst so gesagt, Manfred, super, schönes Blau. Weil sie auch sehr gerne blau oder grüne Wagen gemocht hat. Aber das Blau, das stand sie, wie das Meer, wie der Himmel, die Endlosigkeit, die Ewigkeit. Sie wäre natürlich heute, wenn sie heute noch hier gewesen wäre, hätte sie gesagt, runter vom Sitz, ich fahre mein Trabi. Auch wenn sie keinen Führerschein gehabt hat. Hat sie auch mit meinem Vater gemacht, hat einen ganz neuen Gogo-Mobil bekommen, in Knallrot, flammneu, hat sie auch gefahren. Ist zwar durch die Hecke gefahren, aber sie ist gefahren damit. Tschüss Omi, mach's gut. Lassen. Das kühle lasse ich auch, das abkühlen.
Meine springen vor Richtung. Boah, das stinkt aber, Manny. Das macht richtig Spaß. Wenn es knallt, ja. Aber wenn die zu leise sind, ist nichts gut. Die BMW knallen immer am besten, richtig? Ja. Wegen die haben die größere Sprengstoffmenge. Super. Ja, die BMW sind immer besser. Die BMW gefallen mir am besten. Soll ich meine ehrliche Meinung über englische Autos geben? Ich finde sie auch mit ihren kleinen Fehler herzlich. Also mir gefallen sie gut. Gerade die kleinen Fehler sind nicht mehr übel. Zum Beispiel der Rolls-Royce, Bentley, Martin Astor ist einer von meinen Lieblingsautos mit. Oder Jaguar ist auch nicht schlecht. Man soll die Autos nicht schlecht machen, man muss mit die Kleinigkeiten leben. Es ist eben noble Kiste. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Und ich liebe ihn eben. Er hat was. Er hat Charme. Ja, das ist eine schöne Gegend hier. Passt zu den Jaguar. Es ist ein Auto einmal auf dem Land, aber man kann auch vor dem Museum vorfahren. Der ist gediegen eben, richtig? Das Auto präsentiert. Sherlock Holmes. Ich war von den ganzen Sherlock Holmes Filmen und Watson unwahrscheinlich begeistert. Es gibt ja zig Arten von Filmen von denen. Aber die Fälle, wie er die gelöst hat, die waren fantastisch. Da war ich immer ein Fan von. Wenn die waren, die Sherlock Holmes oder die Miss Marple, die Fälle, die waren unwahrscheinlich schön. Und das war viele Schwärmen von ihm, weil er so intelligent nachgedacht hat. Ganz ehrlich, ich gucke gerne englische Filme. Scherm, Charme. Und belohne die alten Filme und so weiter. Fantastisch, traumhaft und alles. Und wer die Filme nicht gesehen hat, der hat viel verloren. Mit Cloud, die Serie, mit dem Schwert. Nur wenn du den Kopf abgehauen hast, dann hat er überlebt. Die ganze Serie hat gut gefunden. Ach, sowas sieht man das überhaupt nicht mehr. Wir wollen mehrere Sender reinkriegen. Ich gucke ja gerne verschiedene ausländische Sender. Das besonders. Natur. Ja, Natur besonders, ja. Rennen, Autofahren und so weiter. Ich hatte früher dieses Fahrrad, dieses Trindrich-Fahrrad. Und dann habe ich aber auch immer Fernsehen geguckt, einen Arzt gefragt, was ist gelenkschonend? Und das allergelenkschonendste Gerät ist der Airwalker. Und ich tue auch Kondition aufbauen, rapide. Außerdem durch die Bewegung sitzt man nicht so viel am Bauch an. Man kann ein bisschen essen. Wenn man etwas Obst bei isst, dann sitzt man nicht ganz so viel an. Ich will jetzt einmal Wintercamping versuchen. Alle reden, das sind hartgesottene. Das gebe ich ja zu, Wintercamper. Und da will ich auch mal probieren. Außerdem, mit dem Schnee macht das mir überhaupt gar nichts aus. Nächsten Morgen ist vielleicht gar nichts mehr da oder heute Abend schon wieder nicht. Und das bisschen Schnee im Westerwald ist lächerlich. Das hier ist ein Puselchen. Das ist ein Puselchen. Der Günther, der steht hier. Weil der mir meistens nicht nervt. Mal ganz selten flippt er aus, aber er ist ruhig. Er stört mich einfach nicht. Und das hinten hat einen ganz besonderen Grund. Uwe soll ein bisschen weiter wegstehen, weil er manchmal sehr nervt. Und der Peter steht hier, weil es einen ganz besonderen Grund hat. Wenn ich Hunger habe und er auch, er hat sehr viel Hunger, kann er direkt in der Küche reingehen zum Nudeln kochen. Und deswegen hat er den direkten Weg. Aber den Uwe, den stelle ich aus Sicherheitsgründen, weil er sonst wieder meutert, noch ein bisschen weiter hier hinten hin. Ja, meutern gibt's nicht. Das sind Trockenübungen. Da machen viele Camper. Da wird auch nochmal überprüft, funktioniert alles über die Nacht. Das ist in Ordnung. Ah, dann wollen wir mal anfangen, mit den Gardinen zuzumachen. Ja, bloß nicht in der Mitte zu viel, dann bricht man durch. Das weiß man schon, erfahrener Camper. Jetzt kann ich meine Schuhe schon mal beiseite legen. Oh, und die schicke Decke. Junge, Junge, Junge. Und dann schön hier liegen. Das ist schön bequem. Bloß die Mitte nicht. Da ist der Schwachpunkt der Betten. Und meine Kissen. Ach, ist das schön bequem. Ich bin ja sonst ein Naturbursche. Schön ist die Natur. Ich mache es ja einmal mit Jahr. Ganz gerne. Sogar lieb. Ein-, zweimal im Jahr. Aber nicht mehr. Das reicht dann schon, ne? Die Natur ist schön, aber da drin ist so Lebensscheiße. Weil es zu anstrengend ist. Das ist ein lustiger Wasserhahn. Wie geht das? Warte mal, so ein kleines komisches Ding hier für Wasserhahn. War trollig. Was die alles können, die Technik. Ah. Ja, niedlich. Alles aber romantisch niedlich gemacht. Was ist denn das überhaupt oben? Fächer, fantastisch. Oh, die sind aber sehr sauber.